Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starwing 2. Ja, wir haben uns hier in der letzten Folge gut durchgekämpft und jetzt kommt das Vieh aus dem Intro. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Stahldrache, ah ja. Aber wie gesagt, immer noch, wir sind auf leicht, da kann nicht allzu viel passieren. Wow. Wow, Bremse, Bremse, Bremse. Bam. Da haben wir es auch ihm gezeigt. Da ist sein Kopf noch geflogen. So, Andros, deine mächtigste Waffe wurde auch vernichtet. Dann fliegen wir jetzt nach Eladar. Dringen Sie in Andros. Oh Gott. Der befeuert uns schon wieder mit Gegnern. Das gefällt mir gar nicht gut. Ah, Barrieren. Ah, ja. Ja. Wie man sieht, hier hat man viele verschiedene Sachen ausprobiert. Das hier mit L und R ist so eine Sache. Im zweiten Stick wäre das cooler. Aber den hatte der Super Nintendo ja noch nicht. So. Wo? Heilung. Keine Sorge, das Satellitensystem hat den Feind erledigt. Oh ja. Man merkt halt, wie gesagt, live auf der Karte geht's rund. Wir müssen den Generator zerstören. Hab ich doch vor. Jo, und das war's auch schon. So. Die Musik im Übrigen im gleichen Stil. Nur noch ein bisschen besser halt, finde ich. Ja, obwohl. Weil lässt sich auch drüber streiten, weil die originale Musik ist halt einfach episch. So, nochmal ein bisschen Energie, dann hüpfen wir mal hier hoch. Uhu. So, weiter geht's. Wir haben oben rechts sogar eine Karte. Und ich glaube, da möchte ich nicht reintreten. Kann ich sagen, geh doch mal. Jetzt aber. Yay, Tür freigeschaltet. Sagen wir, wow, der war knapp. So, wir können auch anders. Was? Noch ein Twin Blaster. So. Kurz und knapp. Und wieder abgefrühstückt. Bam, 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 bam. Es macht schon Laune. Wie gesagt, ich finde es schade, dass es damals nicht rausgebracht haben. Jetzt werden die Raketenangriffe dieser Basis aufhören. Yay! Es wurde ja auch, glaube ich, in vielen Zeitschriften schon angekündigt. Ach, die Star Fox Flaschen. Zerstöre eine Angriffsformation. Zielkoordinaten Colneria. Ja. Oh, 4 Gegner. So, das heißt, der Zerstörer fliegt jetzt direkt in Richtung Colneria. Aber wir sind ja zur Stelle und eh gleich ums Eck. Na komm schon. Gegner außer Reichweite. Nein! Ja, das gibt's auch. Nicht mit mir.
Einer ist übrig geblieben. Den hole ich mir jetzt noch. Hallo, hast du mich vermisst? Bam! Juhu! Aber es ist schon toll. Vor allem etwas zu spielen, was von Nintendo ist und was nie rauskam, hat schon was. Wir haben sich ja sozusagen Repro-Spiele gemacht daraus, sprich den Speicher von einem Original-Cartridge gelöscht, dieses Spiel draufgeklatscht und können es auf dem echten Super Nintendo spielen. Das habe ich jetzt leider nicht. Wir spielen das ganz klar mit einem Emulator. Da kann ich jetzt auch nicht sagen, ich hab's daheim. Weil, wie gesagt, der gibt nicht. Oh, ja, hier ist Turbo. Why? Wow. Oh, Zielen ist heute auch nicht meine Stärke. Hier ist doch immer noch einer. So, wir fliegen rein. So. Ja, ich bin fast der Meinung, jetzt hier die Ingame-Grafik ist so wie in den Endsequenzen oder Zwischensequenzen aus dem ersten Teil. Haben wir jetzt als Spielegrafik. Ach, guck mal, was ich hier versteckt habe. Gefunden. Was bist du denn? Auf jeden Fall jetzt nichts mehr. Jetzt weiß ich auch, was die Geräusche eben gemacht hat. Ich wollte schon fragen, hört ihr das? Was ist das? Wie wir eben gesehen haben, wir sollten uns vielleicht mal umgucken. Hier kann ja alles sein. Ah. Au! Was bist du denn? Auf jeden Fall ist das Energie. Das habe ich schon rausgefunden. So. Wenn man auf der Karte man sieht sogar mein Blaster. Ah ja. Aber summa summarum, das Spiel ist eigentlich fertig. Na? Man merkt. Warum habt ihr das gecancelt, Nintendo? Ich meine, klar. Sehr gut, das wird sie verlangsamen. Lilith Wars war auch ein tolles Spiel. Eigentlich, wenn man es so will, auch das Bessere. Aber die meisten von Andros' Truppen sind nun geschlagen. Greifen Sie Andros jetzt an, solange er verwundbar ist. Yes, Sir. Ich, Wolf, werde euch nun vernichten. Das will ich sehen, mein Freund. Da ist er, Starwolf. Die Schiffe auch lustigerweise schon designt wie... In Lilith Wars. Eigentlich fast genau. Bist du hin? Flüchte nicht von mir. Yay, genug gespielt. Jetzt mache ich ernst. Yes! Verdammtes Star Fox Team! Das werde ich euch heimzahlen. Verlasst euch drauf! Ja, er ist nicht explodiert, er ist geflüchtet. Wird er in spätere, in der höheren Schwierigkeitsgrad, kommt er dann wirklich nochmal wieder? Oder vielleicht kommt er auf Venom jetzt noch? Was machen diese verdammten Amateure denn? Und jetzt geht es direkt. Ich schätze mal Venom. Oder zumindest die Basis. Ja, jetzt geht's aber rund hier. Es wird sogar übersprungen, wir fliegen direkt rein.
Wir nehmen lieber wieder den Walker. Kein Problem, wieder gegen die Wände zu fliegen. Das kennen wir ja noch aus der letzten Folge Starwing. Ah ja. Gut zu wissen. Links lang, rechts lang. Jo, ich habe hier noch voll Energie. Gehen wir erstmal hier lang. Hier war dann schon wieder ein Haufen Gegner. Ich hoffe ja, dass Star Fox Zeroes das Spiel zu altem Glanz, die Serie zu altem Glanz zurückführen wird. Ich glaube, ich habe mich ja schon öfters ausgelassen, dass Star Fox Adventures für mich kein richtiger Star Fox Teil war. Ach, du schützt dich. Komm noch auf. Knock, knock. Who's there? You're death. Yay. Open the door. War doch irgendwo. Scheiße, jetzt ist er weg. Mist. Ja. Aber so wie die Präsentation auf der E3 war, ist das mal wieder ein waschechter Star Fox-Teil. Und vor allem, er hier, der Walker, ist dabei. Wow, 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 wow. Was bist du denn? Wenn auch der Walker ein bisschen angelehnt an ein Hühnchen ist, ihr müsst euch den Trailer mal angucken. Wenn der landet, der hat so kleine Flügelchen, die flattern, wenn er landet. Finde ich jetzt nicht so toll, aber egal. Gott, das ist ja der ganze Irrgarten hier. Wow, was bist du denn? Wirklich bewundernswert, Star Fox. Ah, wusstest du. Ach, guck mal da. Haben wir es geschafft? Natürlich nicht. Und diesen Song kennen wir. Der ist nämlich 1:1 original aus dem ersten Teil. So, eindrucksvoll. Aber scheiße. Zeit zu leiden. So, das Grundprinzip kennen wir ja schon aus dem ersten Teil. Wow, 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 wow. Nur, wie man schon merkt, wir befinden uns hier im All-Range-Mode wieder. Wow, 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 Kollege. Immer mit der Ruhe. Erinnert doch schon wieder ganz schön an den Endkampf in Lighted Wars. Also an den Endkampf. Gott, Andros normal war nicht im All-Range-Mode. Ihr könnt mir glauben, ich freue mich sehr auf Star Fox Zeroes. Auch wenn ich im Moment noch gar keine Wii U habe. Sagen, bitte seid nicht so gemein wie in Lylat Wars auf schwer. Oh nein! Wir kommen ins Trudeln, oder auch nicht? Gib Star Fox! Da wartet Peppy auf uns.
Und da sind wir. Alles okay? Alles klar. Und damit haben wir es wieder einmal geschafft, Andros in die Schranken zu weisen. Mopfgeschwindigkeit. Greife aus Sicherheitsnetz zu. Zugriff gewährt. Ach ja, jetzt werden uns wieder die Gegner gezeigt. Initiiere Abspann. Wo wir von Abspann reden. Ich lasse euch wieder mit dem Abspann alleine und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir mit dem Schwierigkeitsgrad Mittel beginnen. Ich sage, gehabt euch wohl und tschüss. Thank you.